fühle mich einfach noch nicht wie 24. Erstmal, man hat immer etwas zu tun. Bei solchen Sachen kriege ich immer direkt die Krise. Es ist so wichtig. Au. Gott, bisher sieht es einfach komplett ungleichmäßig aus. Party People, ich bin zurück vom Sport und mir ist gerade einfach aufgefallen, dass es so nervige Sachen gibt, die man machen muss, ne? Also, wenn man erwachsen wird. Ich fühle mich einfach noch nicht wie 24, also ohne Spaß. Erstmal, man hat immer etwas zu tun, sei es den Müll rauszubringen, zu wischen, Staubsaugen, Wäsche oder halt auch arbeiten oder so. Man hat wirklich immer was zu tun. Und jetzt heute Morgen kommt ein Brief von der Krankenkasse und ey, also eigentlich gar kein Problem, ne? Man freut sich ja, dass man eine Krankenkasse hat, aber manchmal verstehe ich das einfach nicht. Ich sollte noch so Informationen abgeben von meiner alten Krankenkasse, habe denen einen Brief gesendet und der kam anscheinend nicht an. Jetzt habe ich da nochmal angerufen, habe meiner neuen Krankenkasse noch eine Mail geschrieben, also irgendwie so dieser, ja, Struggle, dass da irgendwas nicht angekommen ist und ich hoffe, dass das jetzt einfach funktioniert, weil bei solchen Sachen kriege ich immer direkt die Krise, weil es halt auch wirklich wichtig ist. Daumen drücken, dass alles, also eigentlich sollte jetzt ja alles gut laufen, aber das dachte ich beim letzten Mal auch schon. Früher hat man sich ja immer über Post gefreut und jetzt denkt man so, okay, was ist da drinne? Rechnung? Ich dachte, das ist ein ganz guter Start an dieses Video. Ich werde gerade beobachtet, während ich filme. Oh mein Gott. Wir machen uns jetzt erstmal Frühstück. Als erstes werden wir einmal Clearway trinken und ich habe ja immer so meine Favoritensorten, die ich zeige und das sind einmal Mojito und Blue Raspberry, aber Leute, es gibt noch richtig coole Sorten von Jelly Belly und das ist eigentlich eine limitierte Edition, aber es gibt noch ein paar davon und ich werde heute mal Green Apple davon trinken. Ich habe gestern alles nochmal neu organisiert hier, weil ich liebe das, wenn mein Supplement-Regal ordentlich und clean aussieht. Erstmal unser Frühstück. My Protein Clearway x Jelly Belly in Apfel. Dann habe ich mir hier ein Chai gemacht, also ein Chai-Tee, Teebeutel. Dann ein paar Vanille-Flavedrops rein und etwas Hafermilch. Ich lasse es jetzt natürlich noch ziehen, damit der Chai-Tee erstmal durchkommt. Aber das schmeckt wirklich original wie Chai-Latte. Ist es ja eigentlich auch, bloß halt ohne Zucker. Richtig nice. Und dann habe ich hier einfach Reiswaffeln. Eigentlich wollte ich Avocado nehmen, aber das war alle. Habe ich gestern schon aufgegessen. Und ein Ei, weil ich auch nicht mehr Eier hatte. Aber na gut, es ist jetzt auch schon ein bisschen später. Es ist fast 12 Uhr schon wieder. Wann ist die Zeit so schnell vergangen? Aber zu meiner Verteidigung, ich habe nur 4 Stunden geschlafen, weil ich irgendwie bis 3, 4 Uhr wach lag. Ich habe außerdem hier noch meine Supplements am Start. Boah, der ist noch zu heiß, aber es schmeckt so gut. Leute, heute testen wir mal einen neuen Augenbrauenstift. Und zwar habe ich mir von NYX den Lift and Snatch bestellt. Und er sieht so dunkel aus. Aber es ist die Farbe Ash Brown. Und ich habe das extra bei DM vorher getestet. Da war nämlich die Farbe ausverkauft, aber die sollte am besten sein. Ich habe jetzt so ein ganz bisschen... Oh, der Spiegel ist ja super klein hier drin. Ich habe ein ganz bisschen Gel drin, aber mein richtiges ist irgendwie in irgendeiner Tasche. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut, damit da nicht zu viel Produkt drauf ist. Nee, also ich muss ja safe nochmal richtig hochgehen. Dann sieht das ja gar nicht gut aus. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hinmalen soll. Man merkt auf jeden Fall, dass sich da Kleber dran sammelt. Ey, so pigmentiert ist der auch gar nicht. Aber eigentlich gut, weil das soll ja trotzdem noch natürlich aussehen, aber... irgendwie... Gott, bisher sieht es einfach komplett ungleichmäßig aus. Later. Ich habe gerade meine Videodateien sortiert und meinen Videoplan geupdatet, weil ich ja im Dezember Vlogmas mache. Und ich habe jetzt richtig Hunger bekommen, deswegen mache ich mir jetzt noch was zu essen. Mhm.
Boah, ich bin froh, dass das so schnell ging, denn ich habe wirklich beim Kochen nochmal gemerkt, wie sehr ich Hunger habe. Und zwar ist es jetzt einfach eine Gemüsepfanne mit allem möglichen, was wir im Kühlschrank hatten und Hähnchen. Es sieht wirklich sehr unspektakulär aus. Es ist einfach so ein Basic-Gericht. Aber da kann man dann auch echt nicht viel falsch machen. Und ja, das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Ich habe mir jetzt wieder einen Chai gemacht. Da kommt gleich noch Milch rein. Oh, die Tasse wird immer so heiß. Ah! Und dann habe ich hier noch so Exquiser Apfelzimt, Quark und Himbeeren. Diese Variante gibt es immer im Winter und die schmeckt so, so gut. Daniel und ich gehen jetzt noch kurz in die Stadtgalerie hier in Hameln und werden einen Ordner kaufen. Und vielleicht holen wir uns auch noch was zu essen, mal schauen. Aber ich brauche unbedingt Ordner, um meine Steuern zu machen. Outfit of the day. Und ich würde sagen, sehr beige gehalten. Schöne Teddyjacke. Meine aktuelle Lieblingshose, die ist einfach so gemütlich. Die ist von Naked. Und jetzt gehen wir los. Oh, ich habe voll Bock auf den Döner, ey. Daniel, woher ist dein Outfit? Mein Outfit ist ziemlich trendy. So, Freunde, wir haben schon ein paar Ordner gefunden und Fleckenteufel. Es ist so wichtig. Ihr kennt ja meine Pufferjacke in schwarz. Hier ist so ein fetter Make-up-Rand und das geht hiermit weg. Deswegen nehme ich das auch mal mit. Und Wattestäbchen brauchen wir auch. Wir haben heute so einen nützlichen Einkauf. Was ist da los? Wir müssen noch irgendwas Unnötiges einpacken, Daniel. Heute gab es jetzt kein Sushi für uns. Es gab nämlich keins mehr, außer so seltsames Sushi. Und das wollten wir auch nicht holen. Deswegen fahren wir einfach wieder nach Hause und kochen da was Schönes. Auch wenn wir beide nicht ganz so motiviert sind, was zu kochen, oder? Nee. Jetzt wäre Hamburg gut. Einfach was Nices bestellen. Wir könnten auch Sushi bestellen, sowas nicht. Ja, aber es ist irgendwie auch voll teuer und ich weiß nicht. Hier hat jetzt auch ein Sushi-Laden aufgemacht, eine Kette. Die ist auch in Hamburg, aber wir haben dann Hamburg auch noch nie bestellt. Und ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ob das schmeckt. Ich bin ja auch noch auf Diät. Also ist vielleicht auch ganz gut, wenn wir selber kochen, dann weiß man auch genau, was drin ist. So, Freunde, Dani hat Abendessen gekocht. Er hat sich dazu durchgerungen und es sieht richtig, richtig lecker aus. Schupfnudeln mit Brokkoli, Hähnchen, Paprika, Zwiebel. Was ist da noch so drin? Das war schon ziemlich alles, oder? Mm. Das werden wir uns jetzt schmecken lassen. Dabei gucken wir ein bisschen Netflix, wollte ich gerade sagen. Amazon Prime natürlich. The Mentalist gucken wir, ne? Yes. So, Friends, es ist 0.03 Uhr und es ist Zeit, sich abzuschminken. Ich weiß auch nicht, wie das wieder passieren konnte. Aber, ja, ich wollte heute eigentlich früh ins Bett. Obwohl, wenn ich jetzt früher als 4 Uhr oder so einschlafe, ist es auf jeden Fall schon mal ein Gewinn. Ich habe gerade noch ein Instagram-Bild gemacht. Au! Nur deswegen habe ich mir diese Frisur gemacht, weil ich das damit machen wollte. Ich sollte einfach aufhören, Frisuren zu machen. Es ist ein Zopf und seht ihr, wie doll das einfach zerzaust ist. Schaut euch das an. Au. Ich finde, wenn man so seine Haare kämmt, sieht man erstmal, wie viele Babyhaare man hat. Und die sind bestimmt alle abgerissen von diesen Zöpfen hier. Auf jeden Fall habe ich morgen die Auswahl zwischen meinem Beintraining und meinem Bauch- und Cardio-Training. Und ich glaube, ich mache mal Bauch und Cardio, weil das habe ich letzte Woche sehr vernachlässigt. Genau, und dann habe ich noch einen Kontrolltermin beim Arzt. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt von den Augenbrauen heute halten soll. So, ich habe einfach vergessen, meine falschen Wimpern abzuziehen. Wie ihr gemerkt habt, trage ich die in letzter Zeit mega gerne. Allgemein falsche Wimpern, ich meine, schaut euch mal diesen Unterschied an. Also ich bin so jetzt halb abgeschminkt, aber es macht einfach so viel aus und öffnet den Blick. Auch wenn es nervig ist, ich finde, es macht wirklich so auch im Alltag voll den Unterschied. Zu meiner Verteidigung, der war wirklich schon reif. Seht ihr, meine Haut sieht einfach aus wie so ein Spiegel. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen im Vlogmas wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.